Moin, hier ist Arne. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte ist ja wieder so eine Art Roomtour gewesen. Das heißt, ich bin durch den Bus und habe so ein paar Dinge erläutert, die schon fast fertig sind, die noch auf eine gewisse Art und Weise fertig gemacht werden müssen oder was da noch anders gemacht werden müsste. Jetzt stehe ich allerdings vor dem Punkt, dass ich hier alles noch einmal komplett auf den Kopf stellen möchte. Warum und wieso, das erzähle ich euch jetzt etwas genauer. Hier hinter mir kann man das schon so ein bisschen erahnen. Das sieht alles etwas anders aus, als es vorher gewesen ist. Angefangen hat das Ganze mit einem Video, was ich gesehen habe von einem Ausbau, den ich ziemlich cool fand. Mit einem Bett, was nicht so wie ich es vorher hatte, in die Breite ausgezogen worden ist, sondern quasi in die Länge. Und irgendwie ließ mich der Gedanke nicht mehr los, dann doch irgendwie feste Sitzplätze zu haben, anstelle von meiner Gigabank, die ich mir durch mein hohes Bett gebaut habe. Bedeutet also, alles musste raus. Da habe ich also eines Tages angefangen und erstmal meinen gesamten Bettaufbau in Kleinteile zerlegt. Den Schrank an der Seite, der schon so fast fertig war mit ein paar Klappen, der wurde auch rausgenommen. Den habe ich dann leider Gottes kurz mal in der Mitte durchsägen müssen, damit ich den auch hier aus dem Bus rausbekam, so richtig und wieder in den Keller schaffen konnte und. Und dann ging es los, den Neuaufbau zu machen. Den habe ich, und das ist etwas unüblich dann für mich, sogar ein Stück weit geplant. Angefangen hat das Ganze mit einer Skizze, die ich euch mal zeigen möchte, wo ich mir erstmal grob überlegt habe, wie ich das Ganze aufbauen möchte. Und die noch nicht maßstabgenaue Skizze habe ich dann mit so einem PC-Programm, wo ich in der Lage bin, Elemente zu positionieren und die Maße so ein bisschen einzustellen. Darüber hatte ich dann eine auch maßstabsgetreue Skizze sozusagen, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Und dann ging es an die Umsetzung. Die schon von dem Bett übrig gebliebenen Holzteile und auch zum Teil von dem Schrank, das wird alles, soweit es geht, recycelt. Ich musste noch ein paar Balken dazu kaufen, aber dann ging es eigentlich relativ schnell und ich war eigentlich ganz begeistert, wie schnell ich diesen Grundkorpus auch für den neuen Ausbau jetzt gebaut habe. Neu auch jetzt bei dem quasi Ausbau Teil 2 und im Rahmen dieses Umbaus ist, ich habe mir eine Nietenmutternzange, die muss ich euch nochmal genauer vorstellen, besorgt. Diese Nietenmutternzange besitzt verschiedene Aufsätze, dass ich glaube ich von M3 oder 2 sogar über 3, 4, 5, 6, 8, 10, keine Ahnung, also diverse unterschiedliche metrische Gewinde kann ich also da als Nieten direkt in das Blech einsetzen. Super praktisch. Dafür nehme ich entweder bestehende Löcher, die ich sowieso schon hatte in den Querholmen, oder bohre halt im Zweifel selber neue Löcher, drücke diese Niete rein und kann mit dieser Nietenmutternzange, also binnen weniger Sekunden, zack, zack, da also eine Mutter quasi direkt in den Holm reinsetzen. Bedeutet, dass den Neuaufbau, den ich jetzt mache, ich also gleich auch wirklich direkt befestigen kann. Vorher war das alles so modular und hätte ich dann noch irgendwie befestigen müssen. Jetzt versuche ich gleich, das Ganze auch richtig fest und stabil zu machen. Und mit dem Zwischenstand bin ich jetzt schon mal soweit ganz zufrieden und würde euch das mal ganz kurz gerne zeigen. Ein Stück weit sehen kann man das Ganze nämlich schon hier. Hier ist also ein relativ massiver Balken über die komplette Länge von also ungefähr 1,50, 1,60 oder 1,80, keine Ahnung, bis nach hinten durch, verschraubt mit 5 Gewindeschrauben, nämlich in genau eben diese Nietenmuttern, die ich da eingesetzt habe. Und man kann es, wenn ich hier mich hinstelle, mal schon ein Stück weit erahnen. Ich habe nämlich jetzt neu einen relativ großen Kofferraum, der hier entsteht, der jetzt voll Krams und noch Material liegt. Den möchte ich dann in die Tiefe sozusagen ungefähr halbieren. Das bedeutet, ich habe die eine Hälfte, die dann zugänglich sein wird von hier hinten. Da kommen dann irgendwie Stauraum, Kisten rein, Schubladen, was auch immer. Werkzeug, alles was so mit muss und mit kann. Und die andere Hälfte quasi von der Mitte nach vorne innen, von dort kommen quasi Schubladen von der Innenseite befestigt, die ich dann nach innen quasi ausziehen kann, sodass ich also den Stauraum quasi genau unterteilt habe und bestmöglich nutzen kann. Hier liegt jetzt lose ein Stück von einem Lattenrost drauf und schon mal ein paar Querbalken. Die sind schon relativ fest und super stabil auf meinen Querbalken abgelegt. Das ist schon mal super. Und ist auch gleichzeitig die Basis für meine neue Bettkonstruktion, die ich euch mal von innen erläutern möchte. Hier sieht das Ganze jetzt nämlich anders aus. Die ganze Plattform, die ich jetzt hier hinten aufbaue, ist, geht über die komplette Breite und ist 1 Meter tief.
Der 1 Meter tiefe Teil ist sozusagen dann die eine Hälfte des, der Bettgrundfläche und den anderen Teil, den möchte ich flexibel zum Ausziehen haben, nämlich hier in den Bereich, wo ich jetzt, ich sitze schon drauf, hier fehlen nur noch die Platten, Sitzbänke baue. Ich habe also zwei Sitzbänke, die sind einander gegenüber. Man guckt quasi vom Fahrzeugrand in den Innenraum und hat eine Breite von 1,20 Meter. Insgesamt werden das recht große Kisten, die dann einen Klappdeckel bekommen. Das ist also eine Menge Stauraum, der da reinkommt. Und man sieht auch hier nach hinten, noch kann man hier komplett durchgucken, hier in diesem Mittelteil werden entweder einmal unten und einmal darüber richtig große Schubladenauszüge irgendwie eingebaut. Sowohl hier in der Mitte als auch wahrscheinlich hier irgendwie am Rand. Und ja, die Bänke machen jetzt schon mal, wenn sie denn fertig sind, einen ganz guten Eindruck. Nämlich, man könnte sich auch hier entspannt quasi längs legen und hat hier also richtig gemütlich Platz auf diesen zukünftigen Bänken. Und möchte dann, wenn ich es quasi in den Tagesmodus schiebe, die Liegefläche, die hier überhalb der Bänke ist, quasi auf dieses 1 Meter, auf diese 1 Meter Plattform schieben und der Teil, der da ist, soll dann schräg hoch hinten ragen. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber ich habe das schon mal gesehen, das wird ziemlich, ziemlich cool. Das bedeutet nämlich, im Tagesmodus habe ich hier Platz für theoretisch zwei Leute auf den Bänken nebeneinander und dann hier im hinteren Bereich, wenn ich euch das mal zeige, eine 1 Meter tiefe Sitzfläche und theoretisch 1 Meter schräge hoch. Das blockiert mir zwar im Tagesmodus hinten die Türen komplett, aber ist da dann halt so eine richtig entspannte Lehne. Das heißt, ich habe im Tagesbetrieb hier eine Bank, 1,40 Meter breit, 1 Meter tiefe Sitzfläche und 1 Meter schräg nach hinten hoch als Lehne. Und abends wird das Ganze einfach nach vorne gezogen. Der Lehnenteil klappt runter, liegt dann dort und ich ziehe es einfach hier so rüber. Soweit die Theorie. Und das allergeilste ist noch, wenn das irgendwie klappt, oben rechts und links an den Hollen eine Befestigung für irgendwelche Art von Ösen zu machen, um so zugbrückenartig das Ganze nicht nur nach vorne in den Schlafmodus ziehen zu können, sondern auch quasi nach hinten, dass also mein eines Bettteil quasi hier aufliegt auf der Plattform und ein Teil, je nachdem wie weit, nach hinten aus dem Bus rausragt, um zwischen den Türen dann ja, so eine Art Terrasse zu sein. Das ist einfach super geil, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wie ihr seht, hier bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Ehrlich gesagt hatte ich mich am Anfang ein bisschen geärgert, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe das jetzt schon quasi so weit gebaut und jetzt werfe ich alles über einen Haufen. Aber mich hat der Gedanke einfach nicht losgelassen, dass irgendwie eine andere Aufteilung und vor allem, was mir echt super wichtig ist, doch die festen Bänke zu haben, weil irgendwie ein nicht zu verachtender Anteil des Unterwegsseins soll auch geprägt sein von der Möglichkeit, arbeiten zu können, unterwegs, am Laptop, am Schreibtisch sozusagen. Und dafür war das mit meinem hohen Bett und der Option, da irgendwie eine Art Klapptisch zu bauen, einfach nicht so richtig gut geeignet. Und davon erhoffe ich mir jetzt ganz viel, dadurch, dass ich jetzt halt feststehende Bänke habe, einen Tisch, den ich vielleicht aus diesem Bettkonstrukt quasi auch zum Ausziehen baue. So jedenfalls die Idee. Ja, wird es einfach viel, viel besser, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Das erstmal als kleiner Überblick, was ich gerade vorhab. Nächste Videos zeigen denn, wie das Ganze Stück für Stück tatsächlich da auch in die Tat weiter umgesetzt wird. Wenn noch nicht geschehen, Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn dir grundsätzlich das Video gefällt und wenn du die Idee interessant findest, jetzt auch nochmal wieder einen Umbau mit zu begleiten. Dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.